Hallo? Guten Tag, ja. Hallo, guten Tag. Bin ich verbunden mit Lili Lipp? Ja. Ich grüße Sie, Herr Dille. Angra Berger ist am Apparat und ich rufe Ihnen an von der Economic Trading Platform. Sie haben eine Anmeldung für Online-Handel gemacht, stimmt das? Kann sein, ja. Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder die übliche Trading-Abzocke am Telefon mit der Lili Lipp als Gegengesprächspartner. Es könnte wie immer nicht verrückter sein. Ich habe euch heute übrigens zwei Telefonschnipsel mitgebracht, also zwei kürzere Telefonate, die wir heute in das Video verpacken. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen verrückten Telefonaten. Okay, und haben Sie schon Erfahrungen mit Onlinehandel? Nee. Haben Sie nicht. Okay, also ich habe Ihnen angerufen wegen der Anmeldung, die Sie gemacht haben, und ich möchte Ihnen helfen, mir das Konto zu aktivieren. Vielleicht haben Sie einen Computer in der Nähe, Herr Lilly? Das heißt Herr Lips. Nochmal? Das heißt Herr Lips. Haben Sie einen Computer in der Nähe, den Sie benutzen können? Ja. Okay. Wissen Sie, wie das funktioniert, wenn ich mal fragen darf, Herr? Wissen Sie, nee. Wie Onlinehandel funktioniert? Nein. Okay, es ist einfach so. Wir kaufen etwas. Und zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Wir kaufen ein paar Schuhe für 50 Euro. Ja? Und wir verkaufen... Hören Sie mich? Ja. Sind Sie da? Ja. Okay. Und wir verkaufen diese Schuhe für 100 Euro zum Beispiel. Das heißt, wir haben 50 Euro Profit gemacht. Aha. Also die gleiche ist mit Bitcoin. Wir kaufen die Bitcoin, wenn der Preis ist unten. Mhm. Und wir verkaufen diese Bitcoin, wenn der Preis geht hoch. Ja. Also Sie können mit Bitcoin, mit Trading, mit... alle Kryptowährungen mit Aktionen und so weiter. Also es ist einfach so. Sie machen eine Investition, um mehr Geld zu verdienen, um diese Investition zu verdoppeln. Haben Sie mich verstanden? Ja. Okay, wunderbar. Können Sie bitte kurz bei Ihrem Computer gehen, damit ich kann Ihnen auch die Plattform vorstellen und Ihnen erzählen, wie das funktioniert. Wie Sie eine Anzahlung machen können, wie Sie eine Auszahlung machen können und so weiter. Ja. Ja. Okay, wunderbar. Gehen Sie wieder bei Ihrem Computer? Ja. Sind Sie schon dort? Ja. Okay, wunderbar. Vielleicht haben Sie ein Programm, das heißt AnyDesk bei Ihrem Computer? Nee. Nein, kein Problem. Okay. Also, öffnen Sie bitte eine neue Google-Seite. Ja. Und schreiben Sie, was ich sage, okay? Ich werde die Seite buchstabieren. Einen Moment. Okay, kein Problem. Nehmen Sie Ihre Zeit? Ja. So. Okay. Sind Google Sie fertig? Ist offen, ja. Okay, perfekt. Also jetzt bei Suche schreiben Sie eine E wie Emil. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Hm. O wie Otto nochmal. Ja. M wie Martha. Ja. I wie Irland. Hm. X. Hm. Punkt. Hm. Nochmal I wie Irland. Ja. Hm. Und O wie Otto. Ja. Suchen Sie die Seite an jetzt. Und nun? Nochmal? Und nun? Haben Sie die Seite so gesucht? Die habe ich jetzt die Google-Suchergebnisse, ja. Es gibt keine Ergebnisse? Doch, die Google-Suchergebnisse. Wo haben Sie das geschrieben? Na, bei Google haben was Sie das geschrieben. Was steht dort? Herr? Bitte nochmal? Na, die Google-Suchergebnisse stehen dort. Ja, und sehen Sie, wo ist economics.io? Es ist bleiben, warten Sie kurz. Benutzen Sie WhatsApp und dann diese Nummer, wenn ich mal fragen darf? Was? Benutzen Sie WhatsApp mit dieser Nummer?
Hier steht economics.io Anlagebetrug. Sofort Anwalt kontaktieren. Bitcoin zurückholen. Was ist das, bitte? Hier steht es eine Seite mit Betrug. Schlechte Review. Nee, bei Google steht, dass ihr Betrug seid. Nein. Alle, auch die Deutsche Bank hat schlechte Review. Ich glaube, sie wissen naja, das schon. Ja, aber bei Ihnen macht ja mal, dass man sofort die Polizei kontaktieren soll. Ich kann, warten Sie kurz, einen kleinen Moment. Ja. Ich kann Ihnen die, Ihre Sicherheit ist nur eine Lizenznummer. Sie wissen das bestimmt. Hier steht Finger weg, ihr werdet keinen Cent sehen. Finger weg, ihr werdet keinen Cent sehen. Dazu sind die auch ganz frech und unverschämt. Herr ganz schlimme Erfahrung gemacht neulich. Ich verlasse mich auf Gott und weiß, wie die werden das Doppelte abkriegen. Ach so, ja, irgendwas mit Karma. So, und dann steht hier noch, komme an das Geld nicht mehr ran. Das nächste ist, Broker zahlt nicht aus und beschimpft. Das nächste ist, Broker hat gut gearbeitet, aber trotzdem kein Geld. Herr Lips, gucken ja. Sie mal. Wie gesagt, auf die Deutsche Bank. Nee, aber da steht nicht, dass das Geld nicht ausgezahlt wird. Das steht da nicht. Können Sie mich nur einen kleinen Moment hören, bitte? Weil ja, Sie lassen mich nicht reden. Ich höre Sie. Also, Ihre Sicherheit, ja. Wenn Sie eine Investition machen möchten, ja. Ihre Sicherheit ist nur eine Lizenznummer. Nee. Okay? Nee. Doch. Nee. Weil Nee. Falsch. Bitte. Ja, aber bitte, Sie sind doch Betrüger. Kann ich reden? Sind Betrüger. Kann ich reden? Sie sind Betrüger. Machst du Spaß jetzt, oder? Sie sind doch kriminell, oder nicht? Ich sage Ihnen, Ihre Sicherheit ist eine Lizenznummer. Das ja? ist Ihre Sicherheit. Aha. Wenn Sie betrogen sind bei einer Firma, wenn Sie haben die Lizenznummer, Sie können bei der Polizei gehen und die Polizei kann diese Firma finden. Nee, das ist und nicht. Man kann euch ja nicht. Eure Rufnummer ist gespooft und eure Adresse stimmt auch nicht. Ich habe Ihnen gesagt, die Lizenznummer, wenn Sie die Lizenznummer wissen, Sie können auch eine Anzeige machen. Nein, und es ist kein Problem, weil die. Falsch. Können Sie mich hören, erst einmal, Mann? Was ja, ist los mit dir? Falsch. Was ist falsch? Sagen Sie mir, was richtig was ist du sagst, dann. Ist falsch. Okay, sagen Sie mir, was richtig ist. Ja, wenn ihr euch ich warte. Aus dem Staub macht, ist die Kohle weg. Nochmal? Wenn ihr euch aus dem Staub macht, ist die Kohle weg. Kannst du mich sagen, was ist richtig? Weil das, was ich gesagt habe, ist falsch. Sagen Sie mir, was richtig ist. Naja, wenn man bei euch Geld einzahlt, dann macht ihr euch aus dem Staub und die Kohle ist weg. Und wenn man das bei der Polizei meldet, kann die nichts machen, weil die euch eh nicht findet. Ja, das habe ich Ihnen gesagt. Wenn Sie die Lizenznummer von dieser Firma wissen, ich kann Ihnen die Lizenznummer ja, von unserer Firma zeigen, dann die Polizei kann uns finden und es ist kein Problem. Wenn Sie betroffen sind, auslandsübergreifend was ist richtig, Mann? Was ist richtig? Okay, jetzt bist du unverschämt. Das stimmt also das, was im Internet steht. Im Internet hat auch, wie gesagt, die Deutsche Bank und alle ja, Banken... Aber du bist Betrüger, du bist eine Kriminelle persönlich, du selbst. Und wie spreche ich mit Sie jetzt? Ja, aber du bist ja ein Betrüger. Nein. Doch. Das ist nicht für... Doch, ich das ist richtig. Das steht im Internet bei Google. Im Internet... Sie müssen nicht alles, was im Internet steht. Aber das vertrauen. Steht auch bei Trustpilot. Sie vertrauen die Internet, ja? Ja. Lassen Sie mich unsere Lizenznummer zeigen dann. Ja, die ist ja nichts wert. Ja, Nochmal? Wo steht denn die Nummer? Ja, ich kann das Ihnen zeigen. Okay. Wenn Sie mich lassen. Na, ich dann kann los. Das hopp. Ihnen zeigen. Ja, wo okay. denn? Wo steht denn die? Ja, öffnen Sie eine neue Google-Seite dann. Nee, ich bin ja schon auf eurer Webseite hier. economics.io. Wo steht denn da die? Nein. Die öffnen Sie eine neue Seite. Eine neue Seite, habe ich gesagt. Auf economics zu stehen, nicht eine neue Seite. Nein, falsch.
Teil. Was ist los mit dir, Mann? Bist du verrückt oder was ist los mit dir? Impressum und eine Lizenz gehört direkt auf eure Webseite und nicht auf eine andere Webseite. Das gehört auf eure Webseite. Kennen Sie schon die Webseite Unternehmensregister? Ja, das hat doch damit nichts zu tun. Das ist ja keine Lizenz. Wie hat das nichts zu tun? Nein, nein. Was ist los das mit ist dir, falsch. Mann? Das ist falsch. Das ist ganz was falsch. Was ist richtig dann? Was ist na, richtig? Bei der BaFin. Ja, das ist falsch. Was bei der ist BaFin, richtig? Bei der BaFin. Bei der nochmal? BaFin. Bei der BaFin. Bei der BaFin. Du bist verrückt, Mann. Ja, und du bist kriminell. Weißt du das? Du bist weißt kriminell. Du das? Du bist verrückt. Und du bist für kriminell. Verrückte, ja, für verrückte ja. Piep. Mhm. Für und du bist kriminell. Und du bist eine Betrügerin, ja. Die Leute Bescheid. Für verrückte Leute so wie sie, ja, ich bin ein Kriminell. Ja, du das bist ja auch eine Kriminelle. Du bist wie verrückt, die Leute Mann. Bescheißen will. Ihr habt keine Lizenz. Ihr besitzt keine ich hab Lizenz. Ich habe dir gesagt. Nein, nein. Kannst, du wenn du eine Lizenznummer Lizenz. Möchtest. Nein, falsch. Nein, das ist nein. Keine Lizenz. Keine Lizenz vorhanden bei euch auf der Webseite. Ihr weißt seid du das, oder? Ich weiß das, ich sehe das. Ich habe eure Webseite offen, das Betrüger-Ding hier. Ich kann nichts sagen. Es, ja, es weil dir, du Betrüger bist. Es ist deine bist. Entscheidung. Ich kann... Ich kann Betrüger. Ja, verrückter Mann. Kriminelle. Verrückter Penner. Ja, genau. Jetzt passt es ja. Genau. Ihr seid kriminell und Kriminelle äußern sich okay, so. Okay, alles richtig. Verstanden. Ja. Alles verstanden. Du Kriminelle. Mann. Du Betrügerin. Du verrückte Penner. Ja, du bist eine Betrügerin. Ja. Okay. Ja, jetzt. Betrügerin. Jetzt los. Ihr jetzt habt keine los. Lizenz. Ihr besitzt keine Lizenz. Ihr seid illegal. Du bist bestimmt, du bist verrückt. Ja und? Aber deswegen bin ich ja kein Betrüger. Ja. Die Betrüger seid ja ihr. Ja. Betrüger. Okay. Jetzt los. Kriminelle. Ihr habt keine Lizenz. Ja, ihr kleinen Betrüger, ihr. Hm. Ja. Weiten fein. Okay, ja, ihr Betrüger. Schluss jetzt. Weiten Betrüger. Mach Sitz, Betrüger. Ja. Schluss jetzt, okay? Mach Sitz, du Betrüger. Mach Sitz. Schön Platz machen. Schön was die hast Leute du abdrücken. Oh, das machst du aber fein, ja? Schön die Leute verarschen am Telefon, ja? Fein. Das machst du aber schön. Leute betrügen. Jetzt. Toll. Jetzt. Und hast du dir schon immer so einen Job gewünscht, Zeit. Ja? Findest du ich das gut, keine... was du da machst, ja? Nochmal? Ja? Findest du das gut, was du da machst, ja? Leute betrügen, das ist, ja? Das ist deine gut, Meinung. Ja? Findest du super, ja? Findest du schön, die Leute zu betrügen, ja? Ja? Das ist deine ja? Meinung. Das, ja? Das ist falsch. Ja. Das ist total falsch. Ja, genau, das ist richtig. Ihr habt keine Lizenz. Nein. Ihr seid nicht angemeldet. Ihr seid nicht aber reguliert. Du hast mir nicht... Ihr seid Betrüger. Kriminelle. Was hast du gesagt? Ja, ihr seid Kriminelle. Betrüger. Bandenmäßiger Betrug. Gewerbsmäßiger Betrug. Wir sind kein Krimineller. Ja, das ist alles illegal, was ihr da macht. Jetzt Schluss, verrückter ja, Banner. Genau. Und so wie du dich benimmst, das also, dass es sich bei diesem Unternehmen definitiv wieder um Betrug handeln muss, ich glaube, da muss man nicht wirklich weiter drauf eingehen. Die nette Betrügerin hier hat zwar von einer Lizenz gesprochen, wollte mich dann aber komischerweise auf eine andere Webseite umleiten. Also nicht auf die Webseite, die sie eigentlich zuerst genannt hat. Das Spielchen dahinter ist ganz einfach zu verstehen. Die heißen so ähnlich wie eine seriöse Firma und danach leitet sie mich bezüglich der Lizenz einfach auf eine seriöse Plattform. Da gibt's natürlich auch ein Impressum. Auf der eigenen Plattform, die sie mir zuerst genannt hat, da gibt's kein Impressum und auch keine Lizenznummer. Und grundsätzlich, eins sollte auch klar sein, mit einer Lizenznummer lässt sich keiner verhaften. Und alleine mit einer Lizenznummer kann man auch niemanden finden. Denn wenn sie sich aus dem Staub gemacht haben, dann sind sie weg und dann kann man sie auch nicht mehr erreichen. Und somit ist auch eure Kohle, die ihr dort eventuell eingezahlt habt, weg. Dementsprechend ist das alles nichts wert. Und alleine wie sie auch hier reagiert hat, genauso wie es in den Google-Bewertungen bereits gestanden hat zu dieser Firma. Nichts anderes als Betrug und obendrein dann noch ein kleines bisschen unverschämt. Man kennt's ja nicht anders von den Kriminellen aus den Callcentern. Naja, machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Guten Tag. Hallo, spreche ich mit Herrn Hommel? Hm.
Ja, also hier ist der Account Manager von der Firma Prism Capital. Sie haben vor kurzem Interesse an Ölprofit gezeigt. Stimmt es? Weiß ich nicht. Wie bitte? Weiß ich nicht. Also wissen Sie nicht? Also was wissen Sie nicht? Na, was möchten Sie denn? Ja, ich habe gefragt. Na, kommt da jetzt noch was Sinnvolles oder war das jetzt schon alles, was wir loswerden wollten? Ja, also ich habe gefragt, ob Sie vor kurzem Interesse an Ölprofit gezeigt haben. Stimmt das? Ja, weiß ich doch nicht. Was wissen Sie nicht? Ja, nun fahr doch mal fort. Ist doch langweilig, was du da machst. Ja, also... Schauen Sie mal, Herr Hommes. Also, es geht um Interesse an zusätzlichen Einkommen. Herr Hommes. Und unser automatisches Handelssystem, also für Trading. Hm. Erinnern Sie sich daran? Nö. Na, haben Sie gestern keine Daten hinterlassen? Nee. Ja, und wer hat das gemacht? Ich weiß nicht, Ihr Chef dann oder so. Weil gestern habe ich mich nirgendwo angemeldet. Und was haben Sie gesagt? Das hat mein Chef gemacht. Ja, vielleicht. Ich habe mich ja gestern nicht angemeldet. Ja, und wie? Mein Chef hat selbst die Daten, also diese gefunden. Er hat die Daten irgendwo gekauft und dann in euer System eingefüllt. Ja, einfach. Wird gelaufen sein. Also unser Chef geht auf den Markt, kauft dort ihre Daten. Mhm. Und dann geht er auf die Arbeit, ja. Und hier auf dem Computer bleibt einfach die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nachname und Vorname. Genau. Ja. Ja, aber bei mir steht, wann Sie diese Daten hinterlassen haben. Ja, ich hab's ja nicht gemacht. Ja. Und der Chef das hat auch nicht gemacht. Naja, wer denn sonst? Sie persönlich? Nö. Ja. Nö. Ja, das ist so. Nee. Ich war ja gestern gar nicht am Computer. Also wolltest du mir so Quatsch gar nicht erzählen. Ja, und ich sage nicht, dass Sie gestern das gemacht haben. Doch, hast du doch gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, gestern. Also das war nur ein Beispiel. Also ich habe gesagt, dass Sie diese Daten vor kurzem hinterlassen haben. Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, gestern. Ja, also ich habe gesagt, dass gestern, also unser Chef hat auf dem Markt ihr Daten gekauft. Nee, ja? Du hast gestern gesagt, ich habe die Daten, oder du hast gesagt, ich habe gestern die Daten eingetragen, aber das ist ja Blödsinn. Das stimmt ja nicht. Na, ich habe gefragt, haben Sie die Daten gestern hinterlassen, oder? Nö. Ja, also Sie antworten nein. Ja, dann, richtig. Wann haben Sie diese Daten hinterlassen? Ja, weiß ich doch nicht mehr. Erinnere Sie sich daran nicht? Nö, ich melde mich auf so viele tausend illegalen Seiten an. Ja, aber das ist nur eine Frage. Ehrlich gesagt, das ist nicht so wichtig, wann haben Sie diese Daten hinterlassen. Ja, aber warum hältst du dich denn damit eine halbe Stunde auf, wenn das nicht so wichtig ist? Weil das ist sehr wichtig, also, dass Sie diese Daten hinterlassen haben. Ja, wofür ist das denn wichtig? Ja, und wofür, also dann, wofür ist das denn wichtig? Ja, und wofür wenn ist das denn wichtig? Das gemacht haben. Wofür dann ist das Sie denn wichtig? Sagen. Ich habe dir eine Frage gestellt, wofür ist das denn wichtig? Ja, ich habe auch du brauchst eine Frage immer, am Anfang ja, nee, gestellt, nein, aber nein, auf diese nein, Frage nein. haben Sie du noch nicht geantwortet. Du antwortest mal auf meine Frage, anstatt um in deinem Skript und weiterzumachen. Dann, das ist doch peinlich. Also, wenn Sie so kannst gemacht du jetzt auf meine Frage haben, dann antworten, sagen Sie oder bitte. Geht es überhaupt nicht auf meine Frage? Okay, also warum denken Sie, dass ich auf Ihre Frage antworten muss, wenn Sie auf meine Frage nicht antworten? Ja, weil du der Depp auf der anderen Seite der Leitung bist und mir irgendeine Scheiße verkaufen willst. Also hast du mir auch alle meine Fragen zu beantworten. Nein, ich muss das nicht machen. Doch. Ist ja dein Nein. Job. Sitzt Nein. du dann so im billigen Callcenter? Nein, Sie wissen nicht, was für mein Job ist. Doch, Callcenter-Mitarbeiter. Leute verarschen am Telefon. Das ist dein Job. Warum denken Sie so? Das denke ich nicht nur, ich weiß das. Okay, wenn Sie das gesagt haben, also dass meine Arbeit verarschen ist, dann könnten Sie bitte sagen, also wie viel Geld habe ich schon von dieser Person bekommen? Ja, das kann ich doch nicht. Bekommen. Das kann ich doch nicht wissen, ja, aber warum ja, sagen 250, Sie, dass 500 ich oder 1000 habe? Euro von den Leuten ergaunern? Jetzt ist doch dein Job, die Leute zu verarschen. Sagen Sie, dass es ist doch dein Job, die Leute zu verarschen. Okay, also verstehen Sie, dass... Es ist dein Job, die Leute zu verarschen. Ich habe schon verstanden. Ja, also ich habe schon gehört. Dann sage ich, dass jetzt sprechen wir, ja? Und also unser System schreibt jetzt, was wir jetzt sprechen. Also das ist schon so ein Audio.
Ja, ja, und wenn Betrüger. Die so Betrüger, lügen, Krimineller, ja, deine ganze Firma ist illegal, alle ihr da arbeitet illegal, alle komplett, ihr seid ein komplett armseliges Würstchenunternehmen. Ja, und ihr seid so dem, schon ihr müsst echt die Leute verarschen. Ja, dein System kann es mitschreiben, das kannst du überall hinzeichnen, ist mir sowas von egal. Das interessiert doch Förster. Ja. Ihr könnt doch sowieso nichts machen, ihr sitzt im Ausland, wir sitzen, du mich erreichen, du Würstchen. Und was denken Sie, dass unser Anwalt mit dem dein machen Anwalt, wird? Weißt du, also, was dein Anwalt mal machen kann? Dein sagen, Anwalt kann mich da lecken, wo die Sonne nie hinkommt. Na, ich würde mal sagen, den haben wir ja gut eingeheizt. Aber schön, dass er einfach immer weiter in seinem Skript immer weiter und weiter und weiter labert, ohne irgendwie Sinn und Verstand und ohne was Sinnvolles von sich zu geben. Und schön, dass er der Meinung ist, dass er mich nicht über irgendwas aufklären muss, was er da machen will. Aber eigentlich ist das ja genau sein Job, meine Fragen zu beantworten. Also zumindest ist es ja so, ne? Wenn euch ein Callcenter-Mitarbeiter anruft, dann muss der eure Fragen beantworten können. Das ist ja quasi fast die Definition von Callcenter. Naja, also nicht richtig, aber Callcenter ist eigentlich nur ein großer Raum, wo ganz viele Menschen sitzen und alle telefonieren. Aber grundsätzlich gehört das ja zum Aufgabenbereich dazu, dass man eben die Fragen vom Kunden beantworten muss. Tja, aber irgendwie hat er das nicht so richtig verstanden und hat einfach immer weiter und weiter und weiter in seinem tollen Skript gemacht. Tja. Ich find's einfach immer nur wieder erbärmlich, was da für Leute sitzen und mit welchen Maschen und Methoden die versuchen, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Tja, eins ist auf jeden Fall sicher. Da solltet ihr kein Geld einzahlen. Informiert daher sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es solche Sachen gibt. Teilt die Videos gerne und vergesst den Daumen nach oben nicht. Wer möchte, findet jetzt hier noch eine kleine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an Videos. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.